Kann man immer, dem, ja. was man, ja, was man hat, wegstecken, ne? Wäre vielleicht angebracht. Wir haben das Messi-Syndrom. Darüber macht man zwar keine Witze, aber trotzdem. Gut, man kann noch zwei Minuten sehen, das ist ein bisschen mich. Noch ein verdächtiges Auge. Zwei Cthulhus, Marco. Zwei. Wie kann man denn beide gleichzeitig spawnen? Oh, eine neue Statue. Ich fühle mich wie im alten Himmel. Mach das nie, nie wieder. Was? Die komischen Töne. Die machen. Ja. Ich kann dich holen. So. Oh. Meine Rüstung ist zur Hälfte kaputt. Für 5 Minuten. Hey, Adamantit. Hallo, mein Schatz. Werde dich finden. Und danach töten. Diesmal viel mehr. Manchmal gefahren. So. Was sagt das so? Ich hab den gesagt, ich. Markus! Warum? Der hat mich umarmt. Ich konnte nichts machen. Ich habe sowieso volles Inventar. Das ist gerade ein bisschen Scheiße. Schieße vor allen Dingen. Schieße. Auch geil. Schon nicht gehört. Okay, ich mach mir hier eine Kiste. Ne, warte mal. Ich kann einfach eine Kiste hinplatzieren. Ich Vollidiot. Und da mache ich mal ein paar Sachen rein. Mit Vollidiot gesagt. Ja, habe ich. Gut, da kann Sherlock. Was macht hier ein Goblin? Stand irgendwas im Chat von wegen Goblin-Armee kommt oder so? Nope. Okay. Verrückt. Okay, Bomben brauche ich glaube ich jetzt gerade auch nicht. Kaktus brauche ich auch nicht. Das ist verrückt. Verrückt. Was du nicht sagst. Toll, jetzt hast. Ich habe jetzt keinen Höhlenerforschertrank wieder. Ich hab. Komm zu mir, ich bin jetzt hier wieder auf. Also. Ich sag mal so, du bist weit weg. Ich folge den Dungeon. Ich komm einfach so mal erstmal runter. Vielleicht finde ich so erstmal. Was? Hier laufen irgendwo immer Goblins rum. Warum? Muss ich nicht verstehen. Eine neue Statue. Morgen, dann müssen wir das Museum erweitern. Nein, ich glaube mal. Oh, hier ist eine Kiste. Muskete, Dreckrute? Mein Gott, warum haben wir die alle hier drin? Haken. Eine Qualle! Geil! Eine Quallenstatue. Ist so geil. Oder eine Spitzhacke! Verdammt! Macht sowieso keinen Schaden von da. Was? Wenn ich hier Bomben geschmissen habe, die machen irgendwie an den Steinen keinen Schaden. Okay, du bist 1000 Meter entfernt von mir. Ich komme zu dir. Oder auch nicht. Komm her, ja. Ich bin auf dem Weg, das dauert immer ein bisschen. Nur ein kleines bisschen. Und aber Höhlenerforschungstränke, wie geil, Alter. Bist du außerhalb den Dungeon oder im Dungeon? Im Dungeon. Weil ich sagen würde, wenn du Kisten ausgeraubt hast, bitte auch die leeren Kisten mitnehmen. Ach. Weiß ich nicht ganz leer, weil da unten zeigt uns, was kein Mensch braucht. Ja, aber trotzdem die Kisten mal wegnehmen, weil wenn du den Höhlenerforschertrank hast und so, den siehst du immer noch die Kisten und das ist dem vielleicht ein bisschen, weißt du? Abturnend. Und ich wurde angeschossen. Bleibst du? Ja, sorry, ich bin eben außerhalb den Dungeon gegangen, deswegen habe ich ja gesagt, wenn du Kisten hast und so. Bla bla bla. Mal gucken, ob ich dich jetzt finde. Nee, das ist ein einziges Labyrinth. Muss ich hier runter? Ja oder nein? Okay. Hier hoch? Also irgendwie habe ich die Vermutung, dass ich dir irgendwie doch nicht entgegenlaufe, oder? Warum? Wo rennst du denn lang? Scheiße. Na gut, ich komme dir doch ein bisschen entgegen. Bist du irgendwie unter mir? Aber nicht hier?
Ja, ich wollte noch weiter runter. Okay, cool. Über die Tränke freue ich mich auch. Ich will keine Wände haben, ich will. Ach, egal. Okay, ich komme zu dir auf dem Weg. Wenn du mal stehen bleiben könntest, weil ich meine, du läufst mir die ganze Zeit irgendwie weg und ich weiß nicht, ob ich richtig bin oder Weil nicht. ich in der Hoffnung bin, dass hier gleich das Ende des Finish Dungeon. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Oh, fuck. Hier ist schon leer. Und zu mir. Oh, das ist eine normale Truhe, nicht mehr eine Goldtruhe. Mann, Robby. Du entläufst mir, das gefällt mir nicht. Wie viel Tränke hast du noch? Weil ich glaube, das lohnt sich aber alle gar nicht mehr. Drei. Gesundheit. Dankeschön. Immer wieder gern. Dann, wo bist du denn? Ja, 700 Meter von dir entfernt, weil du mir irgendwie die ganze Zeit irgendwie entlaufen bist. Oh fuck, der ist fast tot, Alter. Ja, mit 100, mit fast 200 Leben ist man ja auch fast tot, ne? Ne, da will ich Ich jetzt habe gar keinen nicht Trank hin. genommen. Achso, gut, das habe ich nicht gesehen. Da steht ja nicht, Giga Robin hat einen Trank genommen. Und warum nicht? Darum. Autsch. Also ich glaube, ich finde dich gar nicht. Ich mache da die ganze Zeit irgendwie die gleichen Runden, oder? Ein Koboldschild habe ich gefunden. Achso, komm Und doch. zwei Goldmünzen. Und ein Höhlenerforschungstrank. Das ist schon mal schön, aber irgendwie finde ich die immer noch nicht. Wie tief der Dungeon geht. Fällt mir so gerade auf. Au. Bist du hier? Da unten geht's auch noch lang. Immer nach Knochen. unten, Markus. Immer runter, immer runter. Autsch. Wenn du irgendwelche Du bist am verschlossenen. Reiten! Au. Au. Au! Okay, ich krieg grad ziemlich Schaden. Ich glaube, Wehe, ich. du weigst! Alles gut. Licht angemacht. Ich war erstmal froh, wenn ich dich. Mann, jetzt hör auf. Dich finden würde. Du bist ja irgendwo rechts von mir. Hast du mich gar nicht gesehen? Ja, ich hab dich gesehen, aber. Aber wie ich da hinkomme, ist die nächste Frage. Wollte ich einfach durch. Einfach durch, ist einfacher gesagt als getan. Hier runter. Hier ist eine Herzstatue. Die nehme ich mal mit. Kann man ja verkaufen letztendlich. Jetzt bist du mal irgendwie komplett entlaufen, oder? Schon wieder? Ja. Ja, warte gar nicht auf mich, ne? Das ist eine Kiste. Ach, Kobaltschild. Ach, hier warst du denn. Wow. Die Dinger sind ja gemeingefährlich. Ich hab noch einen Trank abgelaufen. Vielleicht neu nehmen. Hey, gleich eine Kiste. Oh, gleich zwei Kisten gefunden. Geil. Fett, Du yo. bist mir nicht mehr so in meiner Nähe. Autsch. Okay, die Kiste war jetzt wieder noch drinne. Ich fühle mich so leicht verarscht. Muss ich ja noch weiter runter? Ich nehme an, ja. Bist du denn hier hoch oder? Ach, Ein hallo Schleim. Abo Aquaceptor. Schleim, ja. Hier steht eine Schleimstatue. Ich glaube, die haben wir noch nicht. Gravitationstrank brauchen wir nicht, ne? Doch wäre angebracht. Dann nehmen wir mit, ich lasse ihn drinnen. Mein Okay. Inventar ist sowieso voll. Ja, wenn ich die finden würde, könnte ich ja nehmen, aber nein. Du entläufst mir ja immer. Ich laufe dir, glaube ich, die ganze Zeit irgendwie hinterher, aber. Nee. Jo. Ist die Frage, bist du hier rechts gelaufen? Nein, oder? Nein. Ich höre dich. Markus! Ach, da bist du. Hallo Robin. Hallo. Wiederbelebungsband. Ja, okay, ist nicht unbedingt die Knocke. Gravitationspotion. Goldbahn. Du sollst eine Tonne lassen, hast du gesagt.
Okay, was hast du da oben? Nix, also. Nix, wofür sich lohnen würde, jetzt hierher zu kommen. Vertraue mir. Komm mit erstmal. Oh fuck, jetzt zwei neue Truhen. Was, musstest du die eigentlich die ganze Zeit aufschließen oder eher wenn Nein! So. So eine Scheiße! Echt jetzt! Du hättest mir ruhig die Tränke übergeben können, bevor du kapierst. Ja, drin war ist eine verschlossene Truhe, mach die auf. Wo? Geh weiter nach rechts. Ach da. Sesam öffnet. Ja, oh, Cthulhu-Auge. Ja. Kobaltschild. Grabstein braucht kein Mensch. Weg! Das brauche ich eher. Das brauche ich nicht. Healing Potion nehme ich mit. Goldmünzen nehme ich mit. Und oh. Haut ab, ihr scheiß Skelette. Boah, nehmen wir eigentlich den Nachtstrang, sag mal. Keine Ahnung. Ja, ich hab vier neue Statuen, Markus. Was bringt der? Ach ja. Vier? Oh. Ich nehme an, hier waren wir noch gar nicht. Ja, hier waren wir noch gar nicht. Hier ist wieder was aufzuschließen. Nein! Ich hasse den Spiegel. Markus! Ich hab mich nach Hause teleportiert. Ich bin nach Hause teleportiert. Ach man. Okay. Was soll's? Kann man nicht ändern. Gut, den Spiegel möchte ich verkaufen. Die Knochen brauche ich nicht. Wiederbelebungsband nehme ich mit. Oder, ich würde sagen, nochmal darunter erstmal nicht, oder? Also nicht vorerst. Nein. Gut. Dann kommen wir zu Hause teleportieren. Moment noch. Ups. Markus! Dann repariert ganz schnell das Haus. Weißt du, was kannst du tun? Ich muss ja leben für dich. Robin tot. Action! Robin tot. Der verwandelt sich schon. Robin nicht tot. Cthulhu tot. Cthulhu tot. Okay, ich will wenigstens mal mitmachen das nächste Mal, ja? Nicht, dass du das alles alleine machst. Ja, ich hätte das Auge zweimal gehabt, wo ist es hin? Mop, mop, mop. Nein. Doch. Nein. Doch. Gut, die Lebenskristalle will ich nicht, den Kompass brauche ich nicht. Die Muskete kann ich eigentlich verkaufen. Das brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Die Truhe brauche ich auch nicht. Das auch nicht. Noch ein Kobaltschild, oh mein Gott. Oh, fuck, ich hab's da gehabt. Ich hab mich schon gefreut, Mann. Jo, Digga. Oh Mann. Mal gucken, wie viel Geld habe ich jetzt gemacht? 8 Gold, okay. Ist nicht unbedingt die Welt. Ich habe schon ein Platinum. Was heißt cool. Platinum? Das sind 100 Dingens, ne? 100 Gold, richtig. Oder? Ja. War schon richtig. Und jetzt habe ich Schluck auf, das ist noch besser. Gut, ja, toll, den Gold kann ich nicht wegpacken, muss ich jetzt da einpacken. Da du ja eben auch allein deinen Spaß hattest. Cool, Randa. Komm her. Komm her, mein Freund, komm her. Brenn ruhig. 99 Knochen, verdammt. Wir können es auf die altmodische Art machen oder auf die einfache Art. Okay, ich schlag dir einfach ins Gesicht. Robin, hau ab! Das ist mein Robin-Opfer! Okay. Ich lasse dir deinen Spaß. Cthulhu-Code, tot. Jetzt hast du deine Macht. Ja, komm. Ach man, das war auch mein Spaß. Komm, ist echt lustig, Cthulhu zu killen. Ja, irgendwie schon. Ja, damals haben wir uns echt angestellt. Jetzt, ja, das kommen wir mal immer Frühstück.
Zur Aufwärmung.